Ich bin ein Leber, ein kleiner Wicht. Ich bin ein Wichtelwicht. Das war sehr, sehr schnell. So schnell, dass ich gar nicht reagieren konnte. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen LP auf diesem Kanal. Läuft zeitgleich mit Stardew Valley. Wir spielen The Escapists. Ich habe schon mal reingeschnuppert, nur kurz. Tutorial habe ich durchgespielt, um zu sehen, wie es geht. Danach hört's auf. Also ich kenne mich nicht wirklich in dem Spiel aus. Also nicht wundern, wenn ich ein paar Fehler anfangs mache oder viele Sachen nicht weiß. Flucht. Klingt lustig. Also ich spiele es übrigens auch nachts gerade. Passt irgendwie besser. Jetzt ist es soweit. Zeit, diesen Plan auf die Probe zu stellen. Die ganze Vorbereitung und harte Arbeit läuft darauf hinaus, die Flucht anzutreten. Lass uns beginnen. Verwende W, A, S und D, um dich zu bewegen. Gehe zu deinem Schreibtisch, klick mit der linken Maustaste, um ihn zu öffnen, nimm die Gegenstände heraus. Schraubendreher und Socke. Mit Rechtsklick kannst du Objekte hochheben und abstellen. Stell den Schreibtisch in den markierten Bereich. Ich habe schon mal ein kleines LP gesehen. Stell dich neben den Schreibtisch und drücke die Bewegungstasten Richtung des Tisches, um drauf zu klettern. Jetzt kannst du den Lüftungsschacht sehen. Den kann man aufschrauben. Wähle den Schraubenschlüssel in deinem Inventar mit Linksklick aus. Klick dann auf den Lüftungsschacht über dir, um ihn aufzuschrauben. Und das wird auch das erste LP sein, in dem ich ein... Mit links ist kletterst du rein, einmal drinnen, suchst den Weg an nahegelegenen Zelle. Das erste LP, in dem ich ein Outro mache. Ich hoffe, ich denke dran, das zu machen und das auch in jeder Folge dran zu heften. So, das müssen wir jetzt nochmal verwenden. Runter. Das blinkende Symbol über Durdens Kopf bedeutet, dass er Gegenstände zu verkaufen hat. Mit Rechtsklick öffnest du sein Profil. Hier kaufen wir es. Seife ist kostenlos. Jetzt kannst du eine Waffe herstellen. Öffne das Herstellmenü und füge die beiden Elemente hinzu. Socke und Seife ergibt volle Sacke. So, um eine Waffe zu benutzen, musst du sie erst ausrüsten. Öffne dazu das Profil und klicke auf die Waffe. So, lass sie uns ausprobieren. Drücke Space, um den Kampfmodus an- und auszuschalten. Greif den Wächter unter dir an. Ich wollte erst den hier angreifen, das geht aber nicht. Autsch. Wenn du neben der bewusstlosen Wache stehst, klick auf den Körper, um ihn zu plündern. Juhu! Lass uns verkleiden spielen. Rüste die Uniform in deinem Profil aus. Die raus, die rein. Das ging auch vorhin ganz gut. Sehr schick. Geh jetzt nach rechts und dann nach oben. Eine Waffenwahl. Dort findest du einen Ausgang. Gehen wir das Recht durchsetzen. Okay. Dunkel hier, nicht wahr? Nimm den, mit Rechtsklick die Schaufel dort und fang an zu buddeln. Ach, Rechtsklick, ja. Auf einem leeren Feld zu graben ermöglicht es dir, dich aufwärts zu bewegen und die Oberfläche zu gelangen. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Geh einfach raus und genieß den süßen Duft der Freiheit. So, damit haben wir das Tutorial-Gefängnis geschafft und jetzt geht's richtig los. Center Perks. Sehr einfach. Hier gibt's noch ein paar andere Karten. Ich kann auch selber welche zusammenstellen. So. Spiele anpassen. Maru. Billy Goat Oldtimer. Kann ich noch selber? Name zu kurz. Ich nehme den. Ah ja. Rabbit. Klopfer. Wir sind der Klopfer. Charaktere umbenennen. Liam Neeson, Cameron Diaz, Mika Kulis, nein, keine Ahnung. Taylor Swift, Matt Damon, Marco, nur falsch geschrieben. Redford, keine Ahnung, fällt mir nicht ein. Chase. Chase, hey, hat er nicht in Dr. House mitgespielt? Erwin and the Chipmunks, Officer Jared, Officer Rodney McKay, Officer Isaac Clark, Officer Zhang Chong-Hei, Officer Elijah Wood. Ist egal, wie die heißen, oder? Wir spielen einfach mal. Lieber Klopfer, willkommen im Center Perks, dem komfortabelsten Minimalsicherheitsgefängnis des Landes. Im Namen aller Mitarbeiter hier wünschen wir dir einen schönen, erholsamen Aufenthalt. Sollte das kostenlose Kabelfernsehen zu langweilig werden, freuen wir uns, Sie in Einrichtung viele andere ansprechende Aktivitäten bieten zu können. Direktor Jack Sparrow.
Im Gefängnis hängt alles von Routinen ab. Halt dich an sie und du wirst keine Schwierigkeiten haben. Genau. Es gibt immer was, was wir unten machen müssen. Das steht unten links. Wir haben nur begrenzt Zeit, an dem wir bestimmte Sachen machen dürfen. Wo bin ich eigentlich? Ach, der da. Zeit zum Durchzählen. Folgende Abschaum bekommt seine Zelle gefilzt. Liam und Mika. Wir strafen mit Liebe. Wenn du während des Appells namentlich erwähnt wirst, stell sicher, dass dein Schreibtisch keine Schmuggelware enthält. Oh, ein Forscher. Krankenhäuser. Oh, interessant. Das war ich. Frühstück. Gehen wir zum Frühstück. Also, ich weiß, wir haben hier vier Werte. Das ist unser Geld, unsere Gesundheit, unsere Alarmierung und unsere Müdigkeit. Durch körperliche Arbeiten nimmt deine Müdigkeit zu. Senke sie, indem du dich setzt. Ja. Ich habe schon besser gegessen. Ich setze mich mal hier. Neben Markus. Es muss stinken. Frühstück. Hä? Ah, okay. Ich nehme mal ein Messer, eine Gabel. Was kann ich mit Messer machen? Keine Ahnung. Ich weiß, ich kann mit Gabeln Wände einreißen und mit Löffeln kann ich graben. Freizeit, okay. Wisst ihr, was ich als erstes mache? Ich weiß, man kann mit den Gabeln die Wände hier zerkratzen. Welches war denn meine? Die hier, glaube ich. Ist das meine? Hä? Komme ich nicht von hier? Komme ich von hier? Nee. Wieso komme ich da nicht rein? Kann ich während meiner Freizeit da nicht rein? Das ist ja bescheiden. Kabelfernsehen. Ich will doch nur in meine Zelle. Bin ich blöd? Hä? Hey, du. Okay. Ich hab geklaut. Ein Keks. Kann ich nicht nehmen. Danke. Was ist mit dir? Liam, bleib mal hier. Geschenke? Nee, nicht zu verkaufen. Ich weiß nicht mal, welches meine Zelle ist. Wo kann ich das einsehen? Ah. Ah, durch Schlafen speichern. Okay, okay. Das wollte ich nicht. Ah, okay, das haben wir alles drin. Ich lasse mal alles hier. Mit dem Buch, keine Ahnung. Ich filz mal die anderen. Also, suchen wir mal, was wir da finden. Eine Rasierklinge nehme ich gerne mit. Eine Batterie kann ich bestimmt auch gebrauchen. Klopapier. Ich nehme es mal mit. Leck mich doch. Mittagessen. Unsere Alarmierung steigt auch. Taschenlampe. Wenn bestimmte Sachen halt nicht machen. Ein Kamm. So, toll, habe ich immer volle Items, die ich gar nicht brauche wahrscheinlich. Ich muss eigentlich gar nicht zum Mittagessen. Tinte, die nehme ich gerne mal mit. Wenn man kann. Ah, okay, zu bestimmten Zeiten sind die Dinger abgeschlossen. Ich lasse mich mal schnell beim Mittagessen blicken. Andererseits interessiert ihr das gar nicht, was ich hier mache, oder? Ja, 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 wenn die einen entdecken, haben wir halt das Problem. Okay, wir warten mal in der Wäscherei. Wir können Jobs machen. Wir müssen auch Jobs machen. Unsere ist jetzt Wäscherei-Service, man kann auch später andere machen. Das heißt, wir dürfen hier rein. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Aha.
Ich arbeite. Ja. Also wir können auch intelligenter werden. Ah, jetzt. Eine müssen wir noch. Wir verlieren unseren Job, wenn wir unseren Job übrigens nicht machen. Aber das Pensum geschafft, das heißt, ich darf gehen. Ich habe irgendwie ein paar Probleme mit der Türe. Das, den Rest keine Zeit kann ich machen, was ich will. Im Internet kann ich surfen und da werde ich intelligenter. Ja, plane ich. Hofgang, das heißt, wir sollten eigentlich jetzt trainieren. Das werden wir auch gleich machen. Wir haben relativ... Ja. Waffe haben wir aktuell keine. Ich mache mir aber mal schnell eine. Wie ging das? Okay, die sind alle am Laufband. Wie mache ich das? Mir wurde nicht gesagt, wie ich das mache. Ihr habt mir nie gesagt, wie ich das Training absolviere. Hä? Wie zur Hölle mache ich das Training? Hä? Ah ja. Da stand aber nicht, wie ich trainiere. Ihr lasst mich ja nicht durch die Türen. Ja, ich bin doch schon dabei. So, wenn ich hier dusche, verliere ich auch Energie, das ist interessant. Aber ich weiß nicht, wie ich trainiere. Abendessen. Nö. Ich surfe mal ein bisschen. Solange sie mich nicht sehen. Wenn ich gesehen wird, steigt die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie ich trainiere. Okay, ich gehe gleich zum Abendessen. Intelligenz ist schon relativ hoch. Wir brauchen Intelligenz, um bestimmte Sachen zu bauen, das weiß ich, aber ich kenne die Rezepte nicht. So. Bin noch nicht fertig, ich esse noch. Ich würde gerne trainieren, aber ich weiß nicht, wie es geht. Man kann auch Aufträge irgendwie annehmen. Jedenfalls. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, nicht in Ruhe. Hau mich nicht um. Unser Leben regeneriert sich selber. Unser Leben hängt davon ab. Wie trainiere ich denn hier? Muss ich da überhaupt was machen? Probieren wir alle Tasten durch. Hier war es nicht. Hilfe. Gesundheit, Müdigkeit, Schlaf und Kleidung. Detektoren, Stehlen, Kumpel rekrutieren, Flucht. Wer dann Training? Okay. Aha. Mit Hami auszubildete. Steuerung.
Ah, Q und E, okay. Das muss einem erstmal gesagt werden. Training ist wichtig, damit wir erstens schneller laufen können und das andere Training müssen wir auch machen, damit wir mehr Muskelkraft haben. Übrigens, in aktuellen Gefängnissen wird sowas nicht mehr gemacht, solche Fitness-Sachen, weil wenn es zu Streitereien zwischen den Gefangenen kam, dann waren immer schlimme Verletzungen die Folge. Deshalb werden jetzt solche Sachen gemacht wie Tischtennis und sowas. So, bis 20 mache ich noch. Und dann stemmen wir ein bisschen die Hanteln. Hustenbonbons ist doch nicht so schlimm. So, warten wir noch kurz. Wir erholen uns sehr langsam. Okay, dann lassen wir es. Dann mal kurz duschen. Abendappell dazu sollten wir hingehen. Nach dem Training. Wenigstens wird uns gesagt, wo wir hin müssen. Der Pfeil ist nett. Bitte um Gefallen. Lieben Officer hat mich. Oh, klar. Luxusklopapier. Oh, ja, klar. Ja, klar, hier sollte man nicht handeln. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Geld. Ich betrete das Gras. Armbanduhr. Nee. So, Nachtruhe. Jetzt sollten wir auf jeden Fall schlafen gehen. Ich komme da nicht rein. Also irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Ich kann nicht ins Bett gehen. Ich will, aber es geht nicht. Hallo. Hilfe? Ey. So. Batterie. Ja, nichts, was ich gebrauchen könnte gerade. So. Jetzt müssen wir wieder erholt sein, oder? Naja, fast. Hier können wir übrigens Gegenstände runterspielen. Morgenappell. Beim Duschen Krawall machen kann man machen. Wie sind meine Werte? Ah ja. Soll ich, glaube ich, eh schon verprügeln? Oh, oh, okay, das war doof. Ich bin in der Krankenstation aufgewacht. Wenigstens habe ich das Geld gekriegt. Ah, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich war noch im Kampfmodus, Entschuldigung. Entschuldigung, lass mich in Ruhe. Gut, sie haben sich beruhigt. Auf dem Frühstück. Ich muss übrigens aufpassen, wenn ich muss meine Kammwaffe ablegen, sollte ich dann arbeiten gehen. Löffel, Löffel. Löffel. Ein Bleichmittel. Oh, wie geil. War ich nicht. Das war ich nicht. Wenn sie mich genug hassen, dann werden sie in bestimmten Gebieten auch auf mich schießen. Lass mich in Ruhe.
muss das noch durchhalten. Ich hab geklaut, ja, ich weiß, aber ich will wieder ein guter Junge sein. Ich will doch nur ein guter Junge sein. Lass mich in Ruhe. Officer Elijah Wood. Au! Freizeit! Ich hab Freizeit, jetzt lass mich in Ruhe, ich hab Freizeit. Geh weg! Geh weg! Ach, ich glaube, er hat mich vergessen. Ich habe ein paar Probleme mit diesen Türen, wenn ich ehrlich bin. Ist das normal? Ich komme nicht rein. Ah, okay, da sehe ich wenigstens. So sinkt wenigstens erstmal meine Verdächtigkeit oder wie auch immer. So. Holz ist verboten. Eine Postkarte. Soll's nämlich mit? Ey! Nein, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin ein friedlicher Insasse hier. Lass mich in Ruhe. Warum hassen mich alle? Kriege ich eigentlich meine Zelle gefilzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Bleichmittel lasse ich auch mal hier und die Tinte. Ah, ich habe meine Waffe verloren. Mittagessen. Ich muss mir auch noch irgendwie mal was überlegen. Habe ich nie die Aufgabe? Aufgabe? Okay, Bauanleitung habe ich gar nicht. Ich brauche eigentlich auch gerade keine Waffe, wenn ich ehrlich bin. So. Erstmal was essen, denn das bringt ziemlich viel. Wir haben schon mal ein erhöhtes Leben. Gut, das reicht. Ich darf aber nicht weiter auffallen gerade, würde ich sagen. Drum würde ich da erstmal auf das hören. Ah, da komme ich nicht hin. Der arbeitet da. So, Wäschereiservice. Werden wir doch gleich mal durchziehen. Erinnert mich sehr stark an Mario, die Musik. Also wenn ich Münzen aufsammle. So fallen wir wenigstens nicht auf. Haben bestimmten Level von Auffallen. Verprügeln die einen übrigens, wenn sie ihn euch finden. Darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Gar nicht so schlimm, der Wäschereijob, oder? Wenn unser Job getan ist, haben wir Freizeit. Ich weiß aber gar nicht, wo ich Rezepte herkriege. Okay, wir sind wieder auf 30% runter. Ich muss auch besser Sachen nehmen, die mir wirklich was bringen. Weil ich glaube, jetzt aktuell habe ich nur Sachen eingesammelt, die Müll sind. Ich weiß, ich kann mit diesen Löffeln in den Boden reingraben, aber das ist nicht wirklich effektiv, glaube ich. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt Holz auch nicht finden. Ich muss eine Schaufel bauen. Ich glaube, das war aus Holz und Metall, glaube ich.
Ich weiß auch, wie ich eine Wärteruniform machen kann. Da brauche ich Bleichmittel und die Tinte. Ich glaube, ich muss... Belade. Schlaftabletten sind verboten. Stufenleiter. Sei. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich pumpe hier nur meine Muskeln auf, dass das klar ist. Beim Duschen muss ich dann wieder ein bisschen Stress machen, kurz. Ich glaube, ich schlag gleich ein. Fein getan. Ja. Ich weiß nicht. Tut mir leid. Nicht schlagen. Bitte nicht schlagen. Ich dusche nur. Abendessen. Ich trainiere noch kurz. Damit sich das Abendessen auch lohnt. Meine stahlharten Muskeln hier trainieren. Das ist Armtraining. Wenn ihr längere Zeit nicht da seid, dann fällt das übrigens auch auf. Die sind ja auch nicht blöd, nicht ganz. Ich glaube, ich muss bei den Türen immer eine bestimmte Position erwischen, wo ich reingehe. Abendfreizeit. Okay, einen Muffin werde ich schon irgendwo finden. Ich werde mal kurz bei den Leuten hier suchen. Vielleicht finde ich ja Luxus-Toilettenpapier. Was ist das hier eigentlich? Münztelefon. Hilfreiche Tipps zu erhalten. Außenbereich tagsüber und nachts sieht das doch ganz anders aus, okay? Ah ja. Was wäre, wenn du irgendwie einen Abdruck von einem Schlüssel anfertigen und ihn zurückbringen könntest, bevor jemand überhaupt merkt, dass er weg war? Ah, okay. Das ist aber nichts, was mir sehr groß weiterhilft. Ich muss aufhören, da immer drauf zu gehen. Taschentuch, Baseballschläger, natürlich. Ach wirklich, au, sie hassen mich. Das war ein Versehen, das tut mir leid, Leute. Es war ein Versehen. Seid noch nie mal in eine falsche Zelle gelaufen, aus Versehen. Oh, gekochtes Essen. Die haben so tolle Sachen da drin. Draht ist ja erlaubt, okay. Bleichmittel hatte ich schon. Das ist meine Zelle, da brauche ich nicht rein. Armband, und die sollte ich doch bringen, glaube ich. Die hatte ich auch schon. Sollte ich nicht? Nö, sollte ich nicht. Ach, wisst ihr was? Ich will die nicht verprügeln. Ich will Elijah eigentlich nicht verprügeln. Ich mache lieber irgendwas anderes. Ich surf noch ein bisschen.
Mein Vater und mein Bruder sind auch schon in der Hölle. Mein Opa war sein Leben nur im Häfen drin. Ich knack grad an Automaten, weil ich ein starker Rocher bin. Ich kitzel, was ich kriegen kann, und ich will grad springen. Da hör ich die Sirenen, das alte Lieder singen. Auf meiner Pritschen und dressier ein Assel und denk an